Mein Name ist Helmut Dietz. Ich kandidiere für den Wahlkreis 294 in Ravensburg als AfD-Kandidat für den Deutschen Bundestag. Häufig werde ich gefragt, warum ich das eigentlich mache. Von Bürgern, von politisch Interessierten, von Freunden und Bekannten. Ich antworte dann immer, dass Bedarf besteht an Mitbürgern, die an unserem Staatswesen und unserer Demokratie aktives Interesse haben und daran, dass wir uns diese, unsere Lebensumstände doch alle erhalten und wenn möglich noch verbessern wollen, jedenfalls nicht verschlechtern. Aber danach sieht es derzeit aus. Ich nenne mal nur einige Stichworte. Finanzpolitik. Hier bewegen wir uns auf einer immer dünner werdenden Eisschicht. Seit wir uns für unsere Wiedervereinigung die D-Mark haben wegnehmen und eintauschen lassen gegen eine Euro-Währung, die jeden Monat an Wert verliert, was wir Deutsche alleine gar nicht verhindern können. Einwanderungspolitik. Seit Jahren und immer noch strömen unkontrollierte Menschenmassen aus fremden Kulturkreisen in unser immer enger werdendes Deutschland, belasten unsere Sozialsysteme und gefährden unsere Sicherheit. Dass unsere Regierung derzeit scheibchenweise hilflos versucht, ihre Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen, ist nicht auf bessere Einsicht, sondern allein darauf zurückzuführen, dass sie den heißen Atem unserer AfD im Nacken spürt und dieses Jahr Landtags- und Bundestagswahlen anstehen. Diktatur der öffentlichen Meinung. In welches Medium Sie auch schauen, Sie lesen nur, dass es in unserem Land der offenen Willkommenskultur alles zum Besten bestellt ist. Dass es uns gut geht wie noch nie zuvor und dass nur diejenigen stören, die das anders und kritisch sehen. Diese nachdenklichen, kritischen Menschen werden dann als Rechtspopulisten und als ewig Gestriges oder Schlimmeres abgestempelt, um sie damit nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Oder sie werden gleich in die rechte Ecke gestellt und tabuisiert. Und dann gibt es ja immer noch wieder konkrete Anlässe, die einem diese bedauerliche Entwicklung unseres Vaterlandes, unserer Heimat deutlich machen. Anlässe, die man unwidersprochen nicht einfach so stehen und über sich ergehen lassen kann. Gestatten Sie mir dazu eine persönliche Geschichte. Wäre meine Mutter, eine aus Schlesien Vertriebene, ein innerdeutscher Flüchtling, der diese Bezeichnung damals wirklich zurecht trug, keine Geflüchtete, wie die heutigen Gender-Sprachverfälscher sagen würden, wäre meine Mutter nicht an diesem 13. Februar 1945 auf ihrer Flucht so vorausschauend gewesen, das von Flüchtlingen übervolle Dresden mit ihrem Treckerkonvoi zu umfahren, wäre sie wohl im Flammenmeer der alliierten Bomberangriffe damals umgekommen. So hat sie es sich mit ihren Mitflüchtlingen aus der Entfernung schaudern mit ansehen müssen, was schlimm genug für sie war. Da für das Massaker von Dresden militärische Notwendigkeiten nicht gegeben waren, sondern es Churchill und seinem Bomberherris allein darum gehen konnte, den letzten Überlebenswillen der deutschen Zivilbevölkerung kurz vor Kriegsende noch zu brechen, würde man heute rückwirkend von einem Bruch des Völkerrechts sprechen, was Historiker und Juristen auch getan haben. Jeden Februar schulden wir unserer Erinnerung und unseren Toten meines Erachtens mindestens einen Gedenktag. Und was wir dann nicht brauchen, ist, dass diese tragische Erinnerung von selbsternannten Besserwissern und Geschichtsignoranten dadurch verwässert wird, dass man am Orte des Gedenkens unmittelbar vor der damals zerstörten und nach der Wiedervereinigung wiedererrichteten Frauenkirche drei senkrechte Busse an die Toten von Aleppo erinnern sollen und das als Kunstwerk und Denkmal eines sogenannten Deutschsyrers, der mit seinem Anliegen in seinem Heimatland Syrien gerade zu dieser Zeit sicher viel mehr ausrichten könnte, als hier unsere Erinnerungskultur zu stören. In Aleppo findet nicht unser Krieg statt. Und was wir auch nicht brauchen, sind Medien wie die zwangsfinanzierten ersten und zweiten Staatsprogramme, die uns sowohl in den Tagesthemen die Wichtigkeit von Aleppo und die relative Bedeutungslosigkeit von Dresden suggerieren, als auch durch den allabendlichen Welterklärer Klaus Kleber empfehlen, denk mal. Sie sehen, es gibt genug allgemeine und auch besondere Anlässe, sich in der Politik und insbesondere für unsere AfD zu engagieren. Gerade jetzt, jeden Tag. Deshalb engagiere ich mich für diese Partei und das sollten wir alle miteinander tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen und nachdenklichen Tag.